Willkommen zur Kreismitgliederversammlung der Piratenhaken. Die Piratenhaken geben sich immer besonders viel Mühe mit der Auswahl ihrer Versammlungsräume. Aber heute bin ich besonders stolz, dass diese KMV nun in unseren eigenen Geschäftsräumen stattfindet. So. Es ist wirklich schon über 2 Jahre her, dass die Piratenhaken sich entschlossen haben, einen Kreisverband zu gründen. Und laut unserer Satzung muss der Vorstand nach 2 Jahren neu gewählt werden. Es ist noch zu erwähnen, dass wir heute nicht den Originalvorstand von vor 2 Jahren verabschieden, denn die Position des stellvertretenden Vorsitzenden haben wir letztes Jahr im Juli neu besetzt. Nachdem Dirk lieber als Abgeordneter in Düsseldorf aktiv ist, als hier KV-Vorstand zu sein, haben wir Udo als stellvertretenden Vorsitzenden in den Vorstand gewählt. Wir treffen uns heute hier am 9. November. Dieses Datum dürfte für uns alle ein besonderes Datum sein, an das alle seine eigenen Gedanken hat. Das war falsch, egal. Der Frank Leibowitz hat auf unserer Webseite bereits über die Novemberpogrome von 1938 in Hagen geschrieben. Neben der Reichskristallnacht am 9. November 1938 und dem Hitlerputsch 15 Jahre zuvor, am 9. November 1923, verbinde ich ganz besonders den Mauerfall am 9. November 1989 mit diesem Datum. Deshalb schlage ich vor, dass wir hier zusammen in einer Gedenkminute an die Geschehnisse des 9. November erinnern.